Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Wir haben die Neuheiten, die Herbstneuheiten 2020 angespielt. Heute haben wir gleich mehrere Partien Sebastian Fitzek Killer Crew gespielt, man könnte sagen dem Nachfolger von Sebastian Fitzek Safehouse, ebenfalls wieder im Moses Verlag erschienen, ebenfalls wieder für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Kann man sich ja auch schon mit 10 spielen, wenn die Eltern sagen, das Thema ist okay für die Kinder. Das geht hier nämlich um Mord und Totschlag. Wir sind irgendwie eingeladen worden von einem lieben Freund oder vermeintlich lieben Freund auf ein Kreuzfahrtschiff. Er hat uns auch sogar so einen Brief in die Spielschachtel gelegt, dass er uns einlädt, wir müssen nichts bezahlen. Jedenfalls nicht mit Geld, wir würden die Reise anders bezahlen. Und was er damit meint ist, wir sollen die Reise mit unserem Leben bezahlen. Nämlich ist auf diesem Schiff so ein ganz fieser Schurke unterwegs, der uns und die anderen Passagiere umzubringen gedenkt. Wie der das macht und wie wir ihn daran hindern können, das erkläre ich euch gleich in 2 bis 3 Minuten in der Regelerklärung. Jetzt erstmal soll es darum gehen, wie sich das Spiel anfühlt, was wir davon halten. Grundsätzlich kann man sagen, wir fanden es richtig gut. Ich selber habe Safehouse nicht gespielt, kann deswegen den Vergleich nicht ziehen. Safehouse mochten viele, manche haben gesagt, boah, das ist mir zu stressig mit der Zeit. Also da läuft so ein Timer und man muss relativ schnell, effizient seine Karten runterspielen. Und man muss auch hier sehr effizient seine Karten nutzen, um das Spiel gewinnen zu können. Allerdings hat das eben diesen Zeitdruck nicht. Den kann man reinbauen, das ist eine Alternative, die im Regelwerk auch vorgeschlagen wird, dass alle 2 Minuten hier so ein neuer Passagier aufgedeckt wird. Und wenn alle 2 Minuten neue, ich glaube 2 werden nur aufgedeckt, alle 2 Minuten neue Passagiere ins Spiel kommen, dann hat man ganz schön Druck. Im normalen Spiel kommen die nur ins Spiel, wenn der Kollege, der die Jagd sich bewegt, dann kommen so viele Schritte wieder macht, kommen so viele Passagiere ins Spiel und die müssen wir eben vor ihm retten. Wenn die jetzt dauerhaft kommen, dann haben wir natürlich sehr viel mehr Druck. Das ist im Grundspiel nicht vorgesehen, kann man dann quasi als Erweiterung, als Erschwernis für den Erhöhung des Schwierigkeitsgrads mit reinnehmen. Stichwort Schwierigkeitsgrad. Es sind 3 im Spiel inbegriffen und die steuern sich über Karten, die ich hier irgendwie nicht liegen habe. Habe ich die schon reingemischt? Habe ich nicht. Ist ja auch egal. Hab sie gefunden. Den Schwierigkeitsgrad steuern wir über diese Mörderkarten. Die werden nach einem bestimmten Schema, wird eine bestimmte Anzahl in bestimmte Teile des Spielerkartenstapels reingemischt. Das heißt, die kommen in mehr oder weniger definierten Kartenziehabständen, kommen diese Killerkarten ins Spiel und wenn der sich dann bewegt, dann kommen neue Passagiere rein, Passagiere, auf die er trifft, die mobst er ab, dann landen die hier als Leiche, haben wir da 5 Leichen liegen, haben wir das Spiel verloren. Kann auch unsere Spielfiguren verletzen, wenn da es hinläuft, dann nehmen wir den Kollegen hier weg und stellen seine verletzte Spielfigur dahin, sollte der ihm ein zweites Mal über den Weg laufen, haben wir eine Spielfigur weniger zur Verfügung. Hat uns richtig viel Spaß gemacht. Also die Anfangsschwierigkeit haben wir nicht gleich geschafft. Also das hat schon eine Herausforderung und dann haben wir später auch noch den mittleren Schwierigkeitsgrad ausprobiert. Da hatten wir einfach richtig Glück mit den Hinweisen und dann lief das sehr, sehr rund. Aber es hat tatsächlich Lust auf mehr Partien gemacht, muss man ganz klar sagen. Genau, also ein spannendes Laufspiel, lässt sich ein bisschen, es ist so ein Karten- und Figurenmanagement. Man muss sich sehr gut überlegen, wen man wann wo hinstellt, welche der Figuren sich um welche Aufgabe kümmert, damit man das gewinnen kann. Das Material ist hervorragend, ihr seht das hier, das ist so ein Riesenschiff, das ist die Spielschachtel, das zeige ich euch später noch, schneide ich dann rein, wie die auf- und abgebaut wird. Das ist nämlich, muss man mal sagen, Hut ab, Moses Verlag, richtig, richtig gutes Produktdesign. Und das Schiff, auf dem wir uns bewegen, das besteht nicht nur aus diesem Oberdeck, das wir jetzt sehen, sondern das ist hier zusammengepuzzelt. Da gibt es noch ein Mitteldeck und ein Unterdeck jeweils drunter. Und da müssen wir auch hin, da liegen die Hinweise, die uns helfen, den Mörder zu finden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es schaffen, herauszufinden, in welchem Raum sich der Mörder aufhält. Und dort mit einer Figur zu stehen kommen, um ihn dann sozusagen anklagen zu können oder festsetzen zu können. Und der ist irgendwo auf dem Unterdeck in einem dieser Räume. Das gibt so ein Schema vor. Also es gibt insgesamt 24 verschiedene Fälle. Und je nachdem, welchen der 24 Fälle wir spielen wollen, kommen bestimmte Hinweise in bestimmte Räume ins Unterdeck.
Genau, und da müssen wir über diese Hinweise eben dann den exakt richtigen Raum rausfinden. Tolles Spiel, wenn man kooperative Spiele mag natürlich. Ja, Wahnsinn, probier's mal aus. Das ist bei uns in der Aktion Hoher Spielwert gelandet auch, weil eben über 30 Händler deutschlandweit gesagt haben, wow, das ist richtig gut. Und wir finden, wir haben damit recht. Schaut euch das mal näher an, tolles Spiel. Kommen wir zur Erklärung der Spielregeln. Wie gesagt, das habe ich eben schon angedeutet. Wir suchen uns einfach eine Zahl zwischen 1 und 24 aus. Nehmen wir jetzt Fall 15. Dann kommt in Raum A Hinweis 7, Raum B Hinweis 9 und so weiter. Und das wird vor dem Spielaufbau, werden diese Hinweiskarten, natürlich ohne, dass man sie sich ansieht, also die werden verdeckt, in die Räume gelegt. Dann bauen wir da das Mitteldeck drüber. Haben wir das Mitteldeck fertig aufgebaut, legen wir noch das Oberdeck bereit, stellen unsere Spielfiguren auf den Plan. Wir haben insgesamt 4 weiße Spielfiguren, das sind unsere Ermittler quasi. Von denen stellen wir 3 beliebig ins Schiff und den Mörder, den stellen wir auch beliebig irgendwo ins Schiff. Der landet bei uns irgendwie mal im Steakhouse, weil wir uns vorstellen, dass der noch ein Messer braucht, um loslegen zu können. Und bereiten eben, wie gesagt, den Nachziehstapel vor. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das wird eben nach einem bestimmten Schema, das muss man in der Anleitung nachgucken. Je nach Schwierigkeitsgrad werden da halt unterschiedlich viele Stapel gebildet und in die kommt dann eine bestimmte Anzahl von den Mörderkarten, die reingemischt werden. Das wird dann wieder aufeinander gestapelt und hier auf den Schornstein gelegt. Und jetzt sind wir schon fast durch. Wir decken jetzt noch 4, einen haben wir ja schon, Passagiere auf. Da steht dann immer oben drauf, in welchem Raum der ins Spiel kommt. Jetzt in dem Fall, der Kollege kommt hier in Raum F ins Spiel. Dann haben wir einen für Raum A. Der dritte möchte nach Raum G, das ist der Swimmingpool. Und dann haben wir nochmal Raum G, ebenfalls die planschen da wohl zu zweit im Pool. So, und jetzt ist das Spiel eigentlich schon vorbereitet. Jeder Spieler erhält 6 Spielkarten und das passiert schon bevor wir die, jetzt habe ich die Mörder da drauf geknallt, ne? Bevor wir die Mörder reinmischen, bekommt schon mal hier da 6 Spielkarten, damit nicht auf der Starthand der Mörder unterwegs ist. 2, 4, 6, genau. So, und mit diesen Spielkarten können wir jetzt verschiedene Dinge machen. Jetzt habe ich, genau, die habe ich beiseite gepackt, weil nämlich wir haben erstmal nur 3 Figuren. Die vierte befindet sich irgendwo im Mitteldeck, die müssen wir erstmal finden. Und finden machen wir, indem wir das Oberdeck aufschließen. Die Räume haben hier so Schlüsselsymbole drauf. Wo sind sie da? Wenn ich jetzt eine Figur hier stehen habe und dann einen blauen und grünen Schlüssel zur Verfügung habe, dann kann ich diesen Raum aufschließen, der wird entfernt und wir befinden uns im Mitteldeck. Was machen wir nun mit diesen Karten? Die Karten sind multifunktional. Die haben einerseits die geforderten Schlüssel hier oben. Also das ist auch sehr schön gemacht, mal wieder. Die Schlüssel haben halt eine bestimmte Farbe, aber ihr kennt das, es gibt Menschen mit Farbenblindheit und jeder Farbe ist ein Symbol zugeordnet, so dass auch wenn jemand Rot und Grün nicht auseinanderhalten kann, man dann halt sagen kann, Rettungsring und Paddel statt Rot und Grün und dadurch dann alle mitspielen können. So, ich habe jetzt diese Karten und kann damit zweierlei Dinge tun. Wie gesagt, das eine ist das Aufschließen, da muss ich jetzt in dem Fall einen blauen und einen grünen Schlüssel ausgeben. Die lege ich hier einfach auf unseren Ablagestapel. Habe damit den Raum aufgeschlossen und dann ist die nächste Information auf den Karten ist immer eine der handelnden Personen. Jetzt habe ich hier so ganz viele Oma-Karten, ne? Nehmen wir mal die Oma ins Spiel und nicht die andere. Und die sind hier immer mit einem Raum kombiniert. Die Farbe der Karte korrespondiert mit der Farbe des Raums, also hier vorne die Ankerkette, drunter ist die Offiziersmesse, drunter ist das Vorratslager, das ist halt die weiße Karte. Und so hat halt jeder Raum und jede Karte seine Farbe. Warum stehen da jetzt Räume drauf? Weil ich Karten immer einfach ausspielen kann, um eine beliebige Figur, um ein Feld in eine beliebige Richtung zu bewegen. Die andere Variante, die zu bewegen, wäre, diese Karte auszuspielen, das heißt die Oma und die Ankerkette, dann kann ich die dort quasi hin teleportieren. Ja, also das ist eine sehr viel schnellere Möglichkeit der Bewegung. Sollte ich dort stehen, an dem Ort, der auf der Karte ist, kann ich stattdessen von dort zu einem beliebigen anderen Ort. Das kennt ihr aus
Pandemie zum Beispiel. Das ist dieser Charterflug bei Pandemie. So, habe ich die da jetzt hingebracht, warum auch immer. Jetzt muss ich 3 Karten nachziehen und darüber kommt jetzt hier der Mörder ins Spiel. Packen wir ihn doch mal hin. Wenn ich beim Nachziehen einen Mörder aufdecke, kommt er sofort auf den Ablagestapel. Und je nachdem, ob der ein- oder zweimal auf der Karte abgebildet ist, bewegt er sich ein oder zwei Schritte. Er bewegt sich 2 Schritte. So viele Schritte, wie er sich bewegt, so viele neue Passagiere decken wir auf. Jetzt haben wir hier einen, der nach Raum D kommt, einen, der nach Raum C kommt, zu dem Kapitän. Wie gesagt, wenn der über Passagiere läuft, dann bringt er die um. Und das sorgt dafür, dass wir das Spiel verlieren. Dann ziehe ich jetzt weiter nach, ziehe keinen Gangster mehr, ist ja keiner drin, haha, bis ich wieder 6 Handkarten habe. Ich kann statt Karten zur Bewegung oder zum Aufschließen zu benutzen, Karten auch hier vorne auf unsere Schlüsselsammelstelle legen. Jetzt hätte ich hier da eben diese Karte abgelegt, die hat oben einen grünen Schlüssel. Die kann fortan nicht mehr als normale Bewegungskarte benutzt werden, aber dafür von allen Mitspielenden als grüner Schlüssel. Wenn jetzt zum Beispiel hier ein grüner und ein roter gefordert ist, eine Mitspielerin hat nur rote, kann sie ihren roten ausgeben und den von einem anderen Spieler zuvor abgelegten grünen, um dann hier den Raum aufzuschließen. Genau, das sind die Karten. 2 Karten ausspielen, um einen beliebigen Raum aufzuschließen, in dem eine Spielfigur steht, oder aber zur Bewegung der Figuren nutzbar oder zum Abspeichern als Schlüssel für andere Spieler. So, was hat das jetzt mit diesen Passagieren auf sich, die der fiese Kerl hier fangen will? Die haben auch verschiedene Informationen. Habe ich hier schon alle beisammen? Ja, praktisch. Nämlich, ganz oben steht immer, wo der Passagier zu liegen kommt, wenn er aufgedeckt wird. Also Raum G, Raum C, Raum A. Und dann gibt es 3 Arten von Passagieren. Der hier in Raum C, der bei unserem Kapitän liegt, da sind 2 Silhouetten drauf. Das bedeutet, der wird von uns gerettet, sobald es uns gelingt, 2 Personen dort stehen zu haben. In dem Moment ist der gerettet, der kommt in die Spielschachtel. Thematisch fragwürdig. Ich glaube, wir schmeißen die über Bord und damit sind sie gerettet. Aber das sollen andere Leute klären. Das ist der Kollege. Dann haben wir Passagiere, die eine bestimmte Spielfigur zeigen. Das heißt, da muss sich dann die entsprechende Spielfigur in den Raum bewegen, um die zu retten. Und wenn es der Captain darüber läuft, dann bringt es dem Passagier erstmal nichts. Und dann gibt es Personen, die in einem bestimmten Raum starten und in einen anderen Raum gebracht werden wollen. Also in diesem Fall von Raum G nach Raum A. Passagiere bringen, das bedeutet immer, wenn ich mich bewege, dann kann ich Passagiere, die sich am selben Ort befinden, mitbewegen. Das ist zum Beispiel, deswegen habe ich es gesagt, ne, das bringt dem Kapitän nichts, dass der Typ in Raum A ist, aber wenn ohnehin abgesprochen ist, dass die nächste Spielerin mit dem Kapitän hier wieder hinläuft, zack, dann liegt er da, wo der junge Mann ist, der ihn retten kann. Und dann retten wir den. Und genauso sind dann eben die muss man dann mitnehmen, um sie von einem Raum zum anderen zu bringen. Warum retten wir die? Einerseits, weil wir Menschenfreunde sind und es nicht gut finden, wenn irgendwie psychopathische Killer Jagd auf sie machen. Und zweitens, weil wir, wenn der Typ die erwischt, ein Fünftel des Spiels verloren haben. Ein jeder Passagier, den der Kollege erreicht, wird umgebracht und wird hier auf diesen Erkriegt-Euch-Bereich gelegt. Und wenn dort 5 Karten zu liegen kommen, dann haben wir sofort das Spiel verloren. Dann hat er zu viele Leute umgebracht. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich immer noch, wieso spielen wir eigentlich nur mit 3 Figuren und nicht mit der 4. Das liegt daran, dass, wie gesagt, eine Person sich noch im Mitteldeck aufhält. Wir wissen nicht genau, wo. Das könnt ihr nicht sehen im Bild, ne? Dann machen wir das gleich so. Das klären wir darüber, dass wir Räume vom Oberdeck öffnen mit unseren Schlüsselkarten. Die erste Karte, die wir hier aufdecken, ist, das war jetzt Raum C. Und auf der Rückseite ist hier so ein Netz, der die Räume miteinander verbinden. Und sobald wir 4 Räume geöffnet haben, können wir Sonnendeck wegmachen. Gucken wir uns das alles an. Jetzt haben wir zuletzt hier Raum A geöffnet. Dann starten wir beim A, folgen dem in diesem Fall bis zum H, dann diesem H bis zum K. K
Da geht es dann weiter bis nach Raum M und auf dem letzten gucken wir vom M aus L. Das heißt, hier befindet sich die vermisste Person im Untergeschoss. Das heißt, sobald es uns noch gelingt, diesen Raum zu öffnen, in dem dann eine Figur steht und wir die passenden Schlüssel haben, haben wir eine Spielfigur mehr zur Verfügung und damit mehr Flexibilität. Passagiere, Typen, Mörder, Karten nachziehen. Damit haben wir beinahe alles. So, jetzt haben wir unsere vierte Spielfigur. Vielleicht haben wir mittlerweile auch nur noch 3,5 Spielfiguren, weil der schon einmal von dem Mörder aufgesucht wurde. Ja, wird er später, zack, drehen wir es um. Wenn der sich wieder bewegt, bewegt er sich hier nochmal zu dem Verletzten mit dem Gipsbein. Dann kommt der auch über Bord. Und wir haben wieder nur noch 3 Spielfiguren. Das ist eine Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Wenn wir keine Spielfigur mehr haben, dann ist sofort rum. Genauso wie wenn hier eben diese 5 ermordeten Passagiere herumliegen. Und eigentlich ist es aber unser Ziel, den Mörder zu finden. Den Mörder finden wir wie folgt. Dazu müssen wir ins Unterdeck vordringen. Weil da ja, das habe ich zu Beginn beim Spielaufbau erklärt, diese Hinweiskarten liegen. Und über diese Hinweise, die sind eben nach einem bestimmten Schema aufgebaut worden, sodass immer dieser Fall lösbar ist. Hier heißt es zum Beispiel jetzt, der Psychopath ist nicht in diesem Schiffsraum. Okay, das ist ein sehr direkter Hinweis, dann wissen wir, der ist nicht da. Was haben wir hier? Der Psychopath ist nicht in diesem oder dem gegenüberliegenden Schiffsraum. Okay, dann wissen wir schon mal, hier ist er nicht, da und da ist er nicht. Und wenn es gibt zum Beispiel eine Karte, die sagt, der Passagier ist in diesem Schiffsteil. Mit Schiffsteil ist Bug, Mittelschiff und Heck gemeint. Wenn wir jetzt wissen, hier, da und da ist er nicht und hier läge die Karte, er ist in diesem Schiffsteil, wüssten wir, dort ist er. Sobald wir da dann den dann da im Untergeschoss stehen haben, haben wir dann das Spiel gewonnen. Genau, ich habe die jetzt hier einfach nur zufällig reingeschmissen. Das ist jetzt kein Fall, den es zu lösen gilt. Genau, und die Anzahl der Hinweise, die man braucht, um den zu finden, die variiert natürlich. Ja? Also die Güte der Hinweise wechselt sehr. Es kann natürlich zum Beispiel eben sein, dass hier so ein Ding liegt, der Psychopath ist nicht in diesem oder dem gegenüberliegenden Raum und dann liegt hier nur, der ist hier nicht. Das wussten wir aber schon mal, weil wir das aufgedeckt haben. Also da ist ein bisschen eine Zufallskomponente drin, wie viele Hinweise wir brauchen, um des Killers habhaft zu werden. Ist uns das gelungen, haben wir das Spiel gewonnen, können uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, 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 wir sind super gut im Mörder fangen. Lass uns doch noch eine Partie spielen mit mehr erhöhten Schwierigkeitsgrad, sprich mehr Bewegungskarten für ihn hier. Aber ich glaube, damit ist tatsächlich die gesamte Regel erklärt. Also ihr merkt, es ist gar nicht kompliziert oder komplex. Allerdings, das zu gewinnen, ist dann dennoch sehr, sehr schwierig. Gefiel uns super. Genau, das ist Killer Cruise aus dem Hause Moses. Uns hat es sehr gut gefallen. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Wir haben das auch hier natürlich vorrätig zum Spielen. Haben es auch in größerer Stückzahl vorrätig zum Verkauf, dass uns das nicht ausgeht. Und eins würde ich euch jetzt gerne noch zeigen. Dazu muss ich allerdings ein bisschen das Spielmaterial beiseite räumen. Das ist übrigens auch toll, ne? Dass die Kartenrückseiten sind halt Schornstein. Das passt dann eben auf den Schornstein des Fotos vom Schiff von oben. Das ist einfach rundum schön produziert. Ja. So, und wenn wir alles abgebaut haben, fragt ihr euch ja, hä, wie ist denn das mit dem Schiff? Da ist doch, ihr kann doch nicht so viel Zeug in dieser Spielschachtel stecken. Und tatsächlich kann auch so viel Zeug nicht in dieser Spielschachtel stecken, deswegen ist dieses Zeug, die Spielschachtel selbst. Und es ist kinderleicht, dieses Schiff auf- und abzubauen. Das ist einfach hier zu klappen und dann haben wir zwei Laschen, die man zusammensteckt, damit dann eben aus der quadratischen 30x30cm Schachtel nachher ein 90cm großes Schiff wird. Das ist tatsächlich auch sehr stabil, diese Laschen sind gut verleimt. Wir nehmen an, das wird tatsächlich viele Partien halten und ihr kennt uns ja, bei uns wird es viele Partien sehen. Das heißt, wir werden da irgendwann auch sagen können, ob wir mit der Vermutung richtig lagen. So, zack, zack, jetzt habe ich da und dann, okay, muss halt genau andersrum. Und das liegt dann, das ist dann eben die Schachtel. In der Schachtel liegt dann nochmal eine Schachtel mit dem ganzen anderen Kladderadatsch, Deckel drauf und dann kommt das in so einen Schuber rein.
wie man das von manchen gebundenen Büchern zum Beispiel kennt. Also einfach wirklich kluges, tolles, innovatives, smartes Produktdesign. Finden wir stark. Hat Moses toll gemacht. Ich weiß nicht, ob der Herr Fitzek da eigentlich überhaupt was mit zu tun hat oder ob das nur sein Name ist, der da draufsteht. Aber das ist ja uns Spielenden letzten Endes auch erst einmal egal. Ich hoffe, euch hat das gefallen, hier der kurze Einblick und vor allem die Regelerklärung. Damit werden wir weitermachen, weil wir eben nicht wissen, ob Ende Oktober, wenn dann das Spiel lokal stattfindet oder stattfinden soll hier bei uns, ob die dann stattfinden kann. Das hängt halt vom Infektionsgeschehen mit dem Covid-19-Virus zusammen. Und wir bereiten uns jetzt eben unter anderem darauf vor, indem wir ausführliche Regelerklärvideos für die Neuheiten machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Schaut euch die ganze Playlist an, die wird jetzt natürlich länger und länger und länger. Und ansonsten schaut mal wieder bei uns rein und habt Spaß mit Spielen. Tschüss!